Herzlich willkommen, liebe Kollegen, zu der Pressekonferenz vor dem Meisterschaftsspiel gegen IB vom nächsten Sonntag um 16:30 Uhr. Im letzten Grund bei uns sind unser Co-Cheftrainer Umberto Romano und der Sportchef Miloš Marinović. Umbi, wie haben wir das 0:2 vom Mittwoch analysiert und verarbeitet? Ich denke, so wie wir es auch kurz nach dem Match gesagt haben. Wir sind gut im Spiel gewesen. Wir sind in den letzten zwei Zonen, Zone 1 und Zone 3, vielleicht vor allem, wenn man die zwei Goal anschaut, haben wir dort witzig unglücklich agiert, ein bisschen Pech. Und in der Zone 3 ist klar, das wissen wir, jetzt sind wir jetzt sicher besser gewesen als gegen Lugano. Und jetzt fehlt uns sicher auch ein bisschen ein Erfolgserlebnis, dass wir dort mal den Bock umstoßen und dann nachher auch erfolgreich die Aktionen fertig abschliessen. Ich denke, es ist auch ein bisschen der letzte Ball, vielleicht das Abspiel ein bisschen schneller machen, die Entscheidungen. Aber wir arbeiten daran und nochmal, die Jungs arbeiten sehr gut und da werden wir auf dem Weg weiterfahren. Miloš, hast du Ergänzungen zu dieser Einschätzung? Nein, ich denke, das hat Umbi mit seinem Staff sehr gut analysiert. Und ich bin der Meinung, dass man da jetzt einfach sehr schnell wieder umschalten muss, auch im mentalen Bereich, dass man sich jetzt auch auf den Sonntag sehr gut vorbereitet tut. Wir freuen uns auf den Match. Ich denke, es ist jetzt auch ein Gegner, der wird wollen mitspielen. Das wird uns sicherlich auch entgegenkommen. Die letzten drei Spiele haben wir gegen Mannschaften gespielt, die relativ stark ich sage jetzt mal, vor dem eigenen 16er verteidigt haben, das gut gemacht haben und auf Umschaltmomente reagiert haben. Und IB wird uns da vielleicht ein bisschen mehr entgegenkommen zu unserem Spielstil. Sorry, ich muss schnell. Ich habe es falsch rein da, sonst hört man nichts. Danke. Ist doch gern geschehen. Die Fragerunde ist schon damit eröffnet. Wer hat die erste Frage, wenn der Report erteilen? Stefan Ramin von der NZZ. Danke. Frage an Sie, Umberto. Sie sind jetzt seit knapp drei Wochen Co-Cheftrainer. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Was hat Sie überrascht? Was ist neu? Wie ist der Wechsel von der U19 zur ersten Mannschaft für Sie verlaufen und was genau ist Ihre Aufgabe? Also ich bin ja seit dem 3. Januar schon im Staff der ersten Mannschaft. Entschuldigung. Und habe dort schon die ganze Vorbereitung mitgemacht. Es ist dann nach dem Wechsel vom Bo, hat sich in dem Sinn nicht allzu gross vieles verändert. Aber ich denke, ist klar, jetzt arbeiten wir noch enger zusammen mit dem Uri, mit dem Miloš, mit dem restlichen Staff. Und die Aufgaben sind klar verteilt. Ich meine, wir wollen, wie gesagt, die neue Ausrichtung, die wir haben, die wollen wir jetzt wirklich an den Tag bringen. Und wir arbeiten tagtäglich hart und intensiv. Und wie gesagt, wir hoffen uns sehr, dass wir bald wieder auf die Volksstraße zurückkommen können. Weitere Fragen? Mischi Wettstein, bitte schon aufs Mikrofon warten. Ja, Miloš, ich habe zwei Fragen an dich. Die erste ist, was waren die Worte nach dem Göppelt gegen Winterthur in der Kabine? Nach, danach? Ganz klar, wir haben der Mannschaft zum Einsatz eigentlich gratuliert in dem Sinne, wir haben ihnen ein Kompliment gemacht, dass sie alles gegeben haben, das hat man gesehen. Es gibt so Match, ich glaube, wir hätten können noch den ganzen Abend shooten im letzten Grund und ich denke, der Böller wäre nicht mehr rein. Dass es so Match gibt, das wissen wir alle. Sehr eine grosse Enttäuschung war natürlich für uns alle. Wir hatten eine sehr kurze Nacht gehabt, sehr viel Spieler und Staffmitglieder, die da nicht gut schlafen oder nicht lange schlafen können. Das ist klar eine sehr, sehr grosse Enttäuschung. Wir haben sehr vieles vorgenommen gegen Winterthur. Wir müssen den Match abhaken und positiv vorwärts schauen. Wir wollen am Sonntag einen guten Match zeigen und den Sieg hineinholen. Daher, dass ich dich ja als Bauwerkschef
betiteln beim FC Zürich. Du baust das Haus. Möchte ich dich gleich fragen, was sind die Überlegungen, wenn der Kunde nicht spielt und der Katic nicht spielt? Mit diesen Spielern war man, glaube ich, mal Tabellenführer gewesen. Ja, ich glaube, auch bin nicht ich da der Einzige, der den Zug führt. Es ist der ganze Staff, der das macht und der in der Verantwortung steht. Ich unterstütze den Zug und klar, von der Spielausrichtung her sind alle total dafür, dass man offensiv spielt, dass man angreift, dass man sich nicht hinten versteckt und auf Konter spielt. Die Spielausrichtung ist erfolgreich gewesen, sagen wir mal, in der Vorrunde bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann hat es mal angefangen zu kehren, schon in der Vorrunde. Ich glaube, da könnt ihr euch alle sehr gut daran erinnern. Und so ist dann aber auch weitergegangen in der Rückrunde. Wir haben dort dem Bo immer sehr viel Vertrauen geschenkt. Er hat sehr viel Gutes gemacht für den Verein. Wir sind auch hinter ihm gestanden, trotz der Misere, die wir hatten und einer schlechten Phase. Und das hat sich dann aber auch ausgezahlt, finde ich, weil am Schluss ist es wirklich eine positive Geschichte gewesen, dass wir einen Trainer haben können in die Bundesliga verkaufen. Es hätte auch anders können aussehen. Und darum, wenn man das so analysiert, von wo wir eigentlich kommen, aus einer ganz, ganz schwierigen Phase, wo man mehrere Spiele nicht gewonnen hat und dann den Sieg gegen GC, wo ich glaube, ihr alle auch gesehen habt, dass wir den Match so schnell wie möglich vergessen wollten. Man hat die Punkte einfach mitgenommen und dann auch nicht mehr darüber reden. Das ist aber nicht der Weg vom FC Zürich. Das kann auch nicht der Weg sein von diesem Verein. Ich glaube, der FC Zürich will sich auch nicht verstecken, will auch nicht defensiv stabil, nur defensiv stand und dann auf Konter shooten. Das sind alle da mit den Präsidenten zusammen, sind überzeugt, dass der Verein mehr drauf hat. Es ist klar, die Kaderzusammenstellung, die ist gemacht worden in den letzten Jahren. Ich brenne schon sehr drauf auf den Sommer, dass ich da meine Einflüsse kann einbringen und dass ich das Ganze kann optimieren kann. Das wird auf jeden Fall passieren. Da sind wir auch uns schon einig, Präsidenten und ich, dass wir das werden müssen machen, wenn wir einen attraktiven, offensiven Fußball spielen wollen. Weil es ist natürlich schon sehr harmlos offensiv im Moment, was wir da sehen. Schon die ganze Saison haben wir eigentlich fast kein Goal ausgearbeitet aus dem Spiel raus, sondern Standard, Konter, Transitionsmoment. Ich glaube, dass jeder FCZ-Fan, so wie wir, die Angestellten sind, da, dass wir nicht mit dem gut umgehen können im Moment und nicht gut damit leben können. Aber ich muss wirklich nochmal ein Kompliment machen an den Staff. Die sind unglaublich fleissig. Für unsere Schweizer Kultur, die wir hier haben, ist es sehr, sehr auffällig, dass die sehr intensiv arbeiten. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Jungs, die jetzt da sind. Und sie verrissen sich für den Verein. Und ich bin total überzeugt, weil die Spieler auch sehr happy sind, dass wir jetzt auch Fußball spielen, dass man auch den Böller wieder mehr am Fuß hat. Es muss einfach mehr kommen im letzten Drittel. Ich glaube, man hat einen gewissen Fortschritt auch erkannt im Vergleich zum Lugano-Spiel. Man hat ein bisschen mehr riskiert, es sind Torchancen kreiert worden. Aber jetzt muss auch der Böller einfach rein am Wochenende und wir wollen wieder gewinnen. Ganz einfach. Ja, muss man. Ja, ich habe noch zwei Fragen. IB hat sich auch nicht mit der Rose bekleckert gegen Sion und ihr seid rausgefallen. Also, ja, beide müssen eine Reaktion zeigen, vor allem auch ihr daheim. Wie siehst du das Spiel am Sonntag? Ich freue mich sehr darauf, ehrlich gesagt. Ich glaube, es wird ein spannender Match geben. Beide wollen gewinnen. Beide werden etwas auch müssen riskieren. Und dann, glaube ich, gibt es nichts Schönes, wenn man zwei Mannschaften sieht, die wollen shooten, die wollen Goal schiessen. Das wird sicher ein sehr interessanter Match. Und jetzt noch meine letzte Frage. Ja, man redet immer von Umbruch im Kader, aber es gibt ja scheinbar auch Umbruch wieder so eher im Juniorbereich. Da sind mir zwei Sachen, glaube ich, zu Ohren gekommen. Ivano Siguro, der Landmanager, glaube ich, der ist auch nicht mehr beim FC Zürich, angeblich nicht freiwillig. Da habe ich gehört, David Makavana, FCZ U15-Trainer, ist auch nicht mehr dabei. Kannst du da vielleicht etwas dazu sagen? Nicht, dass es nachher wieder Gerüchte gibt. Gut, es ist interessant, dass man so tief runtergeht bei diesem Verein, medial. Natürlich kann ich das auch erklären. David Makavana, ein junger, talentierter Trainer, wo wir eigentlich offeriert haben, dass er nach einem schwierigen Start, jetzt auch, den er hatte, haben wir offeriert, dass er die B-Mannschaft übernimmt in der U15. Dass er dort ein bisschen weniger Druck wird verspüren, dass man ihn noch enger begleiten kann. Wir haben das Gefühl, dass er das nicht vermitteln kann im Moment. Was
der Verein von ihm erwartet, der Ausbildungschef. Und das war dann nachher auch seine Entscheidung, dass er dann da nicht mehr dabei sein wollte. Es ist ein sehr wichtiger Jahrgang, das darf man nicht vergessen. Es fängt dann auch an mit den Verträgen, mit 15, 16, 17. Das sind sehr wichtige Jahrgänge für den FC Zürich. Und da kann es nicht sein, dass du in diesen Jahrgängen irgendwelche Kantonniederlagen, eins nach dem anderen. Du meinst das 9-2? Kommentiere ich nicht. Ich kann das nicht sein. Ich sage auch immer, im Nachwuchs ist es eine völlig andere Theorie als in der ersten Mannschaft, U21. Bei uns ist die U21 gekoppelt jetzt an die erste Mannschaft. Das ist Profibereich. Nachwuchs ist es so, der erste Schritt ist die Entwicklung. Risiko nehmen, mutig sein, dürfen Fehler machen. Das heisst nicht, dass man da keine Fehler machen darf, aber einfach ein bisschen vermehrt auch in Richtung Ausbildung geht, dass man klare Profile entwickeln kann und auch identifizieren kann. Und dann kann man vielleicht auch mal ein Match verlieren oder auch viel mehr Goal bekommen als sonst. An dem liegt es dann nicht, dass einer vielleicht nicht geeignet wäre. Es liegt dann mehr an dem, dass man sagt, okay, ich kann es vermitteln. Wie steht da auch die Sprache mit dem Kind? Wie vermittelt man das als Trainer? Wie sind Coaching-Punkte? Und dort haben wir dann einfach gesagt, okay, wir wollen einen Tausch machen. Der Trainer vom Oberland-Team hat sich sehr gut entwickelt. Hat die Chance verdient, hat übrigens auch einen sehr erfolgreichen Match gehabt mit dieser Mannschaft. Und der andere Trainer hat das nicht annehmen. Und das müssen wir so respektieren. Zum Ivano Sicuro kann ich sagen, ein Mann mit Erfahrung, mit guten Kompetenzen, mit Qualitäten. Wir wollen uns im Talentmanagement umstrukturieren. Mit dem Balzrau haben wir einen sehr, sehr guten Mann intern schon können. Lösen eigentlich den Posten und wir werden uns dort sogar auch verstärken in den nächsten Wochen, dass wir mit mehreren Talentmanagern im Nachwuchsbereich auch das Ganze können fördern können. Wir haben uns das sehr gut überlegt, auch im Austausch mit allen Beteiligten im Verein, warum, weshalb die Sachen bringen, die bleiben eigentlich intern. Dann bleibt nur noch meine Anschlussfrage. Geistert auch um, dass der Vero Salatic vielleicht zum FC Zürich kommt, in irgendeiner Funktion? Ist da irgendetwas dran oder ist das wirklich nur... Das kann ich definitiv bestätigen, dass das sicher nicht der Fall ist. Danke dir vielmals, Milos. Gut, weitere Fragen? Raphael Gutzwiller. Ja, ich hätte eine Frage bezüglich dem Modus auch. Jetzt haben wir in diesem Jahr das erste Mal einen Strichkampf seit langem. Was verändert das innerhalb der Saison? Das wäre jetzt meine Frage auch an Milos. Ja, ich denke, es wird mehr darüber geredet auch. Medial ist es sicher immer wieder ein Thema. Der Druck ist, wird ein bisschen aufgebaut, glaube ich, gegenüber den Vereinen. Man muss sich dann schon mit der Zeit fragen, ist das hilfreich auch für die Liga? Je mehr Trainer unter Druck kommen, umso weniger werden die Schweizer Talente gefördert in diesem Land. Trainer müssen jedes Wochenende können. Das ist klar, das wird immer so bleiben, aber man muss das sicher ganz genau verfolgen, weil ich finde, wir sind eine Ausbildungsliga, wir dürfen das einfach nicht vergessen. Die Vereine, die werden meistens, ich sage jetzt, es gibt ein paar Ausnahmen schon mittlerweile im Schweizer Fußball, aber die Vereine, die werden finanziert, unter anderem auch durch Transfers, durch die jungen Schweizer Talente, die dann den nächsten Schritt sollen machen. Und ich glaube, das ist auch zu berücksichtigen. Es gibt auch Modelle im Ausland, wo ich jetzt gesehen habe, dass mindestens ein Spieler U21 muss auf dem Platz sein. Also heisst das immer, dass irgendwo auch der dann reinkommt für ihn, muss er wieder jung sein. Oder du musst auch einen zweiten, dritten, vierten Ersatzspieler parat haben, falls mal einer gesperrt wäre oder verletzt wäre. Ist vielleicht auch ein spannender Modus, wo man könnte einbauen könnte, dass man dann trotzdem sagt, man fördert sicher mal ein Talent oder zwei, wie auch immer. Weil das darf man einfach nicht vernachlässigen. Am Schluss ist das im Moment eine sehr, sehr schlechte Tabelle. Ich habe das mit dem Schweizerischen Fußballverband angeschaut vor zwei, drei Wochen. Die Statistik ist erschreckend eigentlich, wie wenig Schweizer Talente gefördert werden in dieser Liga. Da frage ich mich schon eigentlich, für was steht man eigentlich in dieser Liga? Jetzt vielleicht noch konkret, was würde es für den FCZ bedeuten, wenn man jetzt nicht in der Top 6 wäre, jetzt worst case? Ja, wir wollen jeden Match gewinnen, das soll auch einfach klar sein. Wir tun das vorbereiten auf jedes Spiel, jedes Spiel ist unser Finale.
Wir wissen, der FC Zürich ist ein super grosser Verein in der Schweiz, medial sehr stark vertreten. Also wir können es gar nicht erlauben, dass wir irgendwie Experimente durchführen jetzt, wie das zum Teil auch geschrieben wird, dass man die Saison aufgibt und so. Das ist völliger Schwachsinn, völliger Blödsinn, kann ich jetzt gerade bestätigen. Wir wollen unbedingt jeden Match gewinnen. Es ist einfach so, dass wir auch die Spieler weiterentwickeln wollen. Wir wollen Fußball spielen. Wir haben die Spieler dazu. Wenn wir jetzt einfach gewonnen hätten gegen Lugano oder einen Göpp, sieht die Welt einfach plötzlich super wieder gut aus. Dann ist alles hervorragend. Ich komme zurück. Es ist immer eine Analyse nur vom Resultat, nicht inhaltlich. Ich merke, dass das da in der Schweiz sehr stark präsent ist. Wir dürfen uns aber nicht blenden lassen von dem. Wir wollen unbedingt die Top 6 erreichen, wir wollen auch höher sein, wir wollen sogar in Zukunft auch höher angreifen, das habe ich nie versteckt. Ich bin nicht hierher gekommen, um den Abstieg überhaupt zu diskutieren, die Mentalität bringe ich sicher nicht mit. Meine Mentalität ist, dass wir die Besten sein wollen. Wir wollen den Verein so entwickeln, dass wir in den nächsten Jahren eigentlich ein bisschen Fußstapfen von Club wie IB, das jetzt im Moment macht, oder in der Vergangenheit Basel, dass wir dort zurückkommen, wo es vielleicht auch unter dem Favre war, dass man so eine dominante Mannschaft ist in der Liga, wo eigentlich jeder muss wissen, oh, wenn ich jetzt gegen FC Zürich spiele, dann wissen wir, das wird ein schwieriger Match. Das ist aber ein Prozess. Man hat das in den letzten Jahren extrem verpasst. Man hat einiges verpasst, auch im Nachwuchs, finde ich. Und das muss man wieder aufbauen. Das braucht Zeit. Und das wird nicht über die Nacht gebaut, das wird nicht in zwei, drei Wochen gebaut. Heisst aber auch nicht, dass wir alles auf den Kopf gestellt haben. Also die Spieler sind immer noch die gleichen, die shooten. Und wir müssen auch die Spieler auch die Verantwortung nehmen. Es sind nicht die Trainer, die shooten, es bin nicht ich, der spielt und alles da entscheidet. Ich weiss, ihr würdet das gerne hören, dass ich da der Dirigent bin, habe ich auch schon gehört. Aber es ist ein Austausch, es ist ein sehr professioneller Austausch. Ich werde immer meine Fragen stellen, auch wenn es einen neuen Cheftrainer geben sollte. Da will ich sehr eng mit dem kooperieren, das ist auf höchstem Niveau. In der Fußballwelt ist das auch so. Also, dann würde ich auch meine Rolle gar nicht verstehen. Was mache ich denn da, wenn ich den Austausch nicht habe und meine Fragen stellen darf? Also, das wird sicher bleiben. Und ich glaube, nochmal, unsere Trainer die arbeiten wirklich gut und intensiv. Und wir glauben daran, dass wir mit dem Material, das heute da oben ist, beim FC Zürich, dass wir im Moment das Beste versuchen, rauszuholen. Und da werden wir dranbleiben. Absolut. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Stefan Ramin, bitteschön. Ja, vielleicht gerade im Anschluss an das. Ich habe die Zeitung gelesen vom Stürmer Bayrami. Wie nah ist der und wie schätzt du ihn ein und was ist deine Geschichte mit ihm aus deinem früheren Leben als Berater? Also, möchte ich auch einfach mal klarstellen, ich bin absoluter Profi in dem, was ich mache. Ich werde immer Profi sein und man muss das einfach jetzt einmal trennen. Vergangenheit, ich habe eine Vergangenheit als Berater. Ich glaube, den Job habe ich auch professionell durchgeführt und das ist die Vergangenheit. Jetzt bin ich Sportchef. Ich möchte eine Karriere als Sportdirektor machen in den nächsten Jahren. Ich möchte erfolgreich sein. Ich bin top motiviert. Ich gebe sehr vieles auf für das. Und das soll auch einfach einmal klargestellt sein. Ich hoffe, die Fragen die kommen dann nicht mehr. Zum Lobby. Ist sehr einfach. Der Lobby ist ein talentierter junger Stürmer, der im Moment in der dritthöchsten Liga in der Schweiz seine Goal macht. Das hat der Juni in der Vorrunde auch gemacht, der Juni-Liga. Die sind im gleichen Alter. Der hat auch in 10 Spielen, glaube ich, 9 Goal gemacht. Der Lobby schießt jetzt auch sehr viel Goal. Wir haben zwei talentierte junge Stürmer. Die sind beide im Trainingslager dabei gewesen in Spanien im Januar. Dort muss ich bestätigen und kann ich bestätigen, dass der Staff und der Cheftrainer damals die Überzeugung haben vom Juni und vom Lobby noch nicht zu 100%. Mit dem Lobby habe ich auch schon viele Gespräche geführt, so wie auch mit vielen anderen Jungen. Wir bauen sie auf, wir reden mit ihnen, wir helfen ihnen. Der Lobby hat 3-mal pro Woche Einzeltrainings mit dem Top-Trainer, den wir hier haben, Ricardo Moniz. Der bringt ihn weiter, der hat ihn jetzt auch gut entwickelt. Dann haben wir aber das Thema, dass wir einfach auch mit dem Lobby auch und mit seinen neuen Beratern, die er hat, dass wir Gespräche führen, auch wegen einem neuen Vertrag, der im Moment ein bisschen, soll ich sagen, harzig läuft. Wir haben andere Beispiele wie der Nevio, die Giusto Zava und so weiter. Die haben alle innerhalb von 48 Stunden die mega happy unterschrieben und haben sich committed. In Zukunft wird es einfach so sein, wenn sich einer nicht committet beim FC Zürich,
ob das ein Trainer ist, ein Spieler oder wer auch immer, dann finden wir, hat die Person da nichts mehr zu suchen, soll sich einen Verein suchen, soll eine Lösung finden. Wir wollen Leute, die da das glauben, die stolz sind beim FC Zürich sein. Und es kann uns auch niemand unter Druck setzen, dass einer muss spielen oder da Einsatzminuten muss haben. Das ist immer noch die Entscheidung heute von unseren zwei Cheftrainern, die wir haben. Wer wir da spielen wollen und wer nicht. Beim Lab ist es ganz einfach, kann ich auch offen sagen. Wenn er seinen Vertrag verlängert und sich committet, dann wird er sehr schnell im Trainingsbetrieb von der ersten Mannschaft natürlich willkommen sein. Das ist völlig klar. Das ist die Thematik mit dem Labi Berami. Gibt es noch Fragen? Michi, du hast vorher mal aufgesteckt. Nein, ich warte nach dem IB-Markt. Okay, gut. Sehr gut. Alles klar, dann freuen wir uns eben auf den IB-Markt. Danke fürs Kommen. Schönen Nachmittag bis zum Sonntag. Das heißt, es ist um den IB-Markt gegangen, oder nicht? Ja, es ist um den IB-Markt gegangen, ja. Eigentlich.